Besser könnte der Saisonabschluss nicht laufen. Auf den Center Courts des BTTC Grün-Weiß Berlin wurde noch einmal Tennis vom Allerfeinsten gespielt. Wir haben viel gelacht, wir haben tolle Ballwechsel gesehen. Ich glaube, jedes Finalspiel, was auch gelaufen ist, konnte seinesgleichen suchen. Bei strahlendem Sonnenschein machen die Jüngsten den Anfang. Raphael Wagner und Nicolas May vom BTTC vertreten ihren Verein im Einzel und Doppel. Am Ende können sich die Nachwuchsspieler über einen tollen dritten Platz beim 8. BTTC Junior Cup freuen. Auch auf dem Nachbarplatz geht es rund, denn das Finale der Mädchen U14 zwischen Henriette Polesche vom LTTC Rot-Weiß und Julia Hofmann vom TCBW ist bis zum letzten Ballwechsel umkämpft. Die Blau-Weiße hält dem Druck stand und setzt sich im dritten Satz mit 10:2 durch. Macht halt sehr viel Spaß hier und ist halt eine schöne Anlage. Spannung und sehenswertes Tennis präsentieren schon die Kids. Aber auch beim Sommer-Open in der Kategorie Damen 40 wird Vollgas gegeben. Katharina Bandsmann beschert sich im Match-Tiebreak gegen Nadine Schmidt-Fischer mit 10:8 den schwer erkämpften Erfolg. Auch wenn es für Schmidt-Fischer nicht für den Sieg gereicht hat, findet sie das Turnier klasse. Schließlich muss man nicht immer gewinnen. Das war das erste Mal, dass ich im Finale stand und dementsprechend war das sehr aufregend und hat sehr viel Spaß gemacht. Weitere Ergebnisse sehen wie folgt aus. Für den krönenden Abschluss sorgt das Endspiel der Clubmeisterschaft der Herren. Hier treffen Vincent Wolgemuth und Dario Homhof aufeinander. Homhof, der wie Wolgemuth seit seiner Kindheit für den BTTC spielt, bezwingt seinen Vereinskameraden in Beinsätzen mit 6:2. Die Clubmeisterschaften haben eine große Bedeutung für mich. Ich spiele eigentlich jedes Jahr mit. Nun ist auch beim BTTC die Sommersaison beendet, die so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. Aber Tennisfans, aufgepasst! Ihr müsst nicht lange warten, denn ab dieser Woche könnt ihr endlich wieder in der Zweifeld-Traglufthalle des BTTC Smash und Volley spielen.